Monte Carlo. So, Hansi Dreher, Embassy. Vergangen Jahr hier, Debütant. Großen Preis platziert von Aachen mit Magnus Romeo. Da war er 12. Und der reitet hier jetzt den Hannoveraner Hengst Embassy von Escudo 1, 11 Jahre alt. 2. im Nordrhein-Westfalen-Preis, top unterwegs auch noch gestern hier im schnellen Springen. 2. neulich in einer Global Champions Tour-Etappe. Der muss eine Menge leisten hier in Aachen und hat dies bisher perfekt auch alles gemacht. Oh, muss aufpassen, dass er nicht sich weiterhin so überspringt. So, warten wir mal den Wassergraben ab. Die Linie, die beiden haben in diesem Jahr Braunschweig schon Halle gewonnen, dann München draußen. Die letzten tollen Ergebnisse habe ich genannt. Zwischendurch passiert da auch noch etliches vom Feinsten. So, und so einer, der wurde gar nicht mehr erwähnt Richtung London. Andere wären froh, sie hätten so ein paar. Boah. Ja. Trotzdem stark, Respekt, wie der Hans-Dieter Dreher das macht, wie dieses Pferd das macht hier auch. Ist einfach klasse, der hat Einstellung, hat einen tollen Sprung drauf und er ist im zweiten Umlauf wieder dabei. Er wird also erneut platziert sein im Großpreis von Aachen. Da bekommt man Preisgeld hier, alle 18, die weiterkommen. Das Preisgeld von 350.000 Euro wird dann verteilt. Das meiste davon bekommt natürlich das siegreiche Paar. Tja. Sein Arbeitgeber hier links, Hans Brentlin. Tolle Runde, leider mit einem Abwurf. In diesem Jahr und am vergangenen Mittwoch Sieger im Preis von Europa, Nick Skelton, Großbritannien.